Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Pirate Warriors. Ich hoffe, die Serie gefällt euch bisweilen. Ich nehme das hier gerade noch am Stück auf, um mir ein bisschen Vorteil zu verschaffen, denn ich bin jetzt eine Woche weg. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt rauskommt. Ich glaube, wann die zweite Episode rauskam, ja, ab da habe ich kein Internet mehr. Vielleicht, eventuell. Sehr wahrscheinlich. Oder nur eine 1000er DSL oder sowas. Also nichts, mit dem man großartig YouTube arbeiten kann. Leider. Außer Kommentare beantworten, das sollte noch gehen. Bam. Eine neue Idee. Und im Hintergrund das schöne Soundtrack des Spiels. Yes. Das Geniale ist, Luffy kann sich on the fly neue Aktionen ausdenken. Und das war ja schon immer seine große, ja, Stärke. Bam, bam, bam. Versuche natürlich so viele unterschiedliche Kombos wie möglich zu zeigen. Und falls ihr eine bestimmte euch wünscht, könnt ihr das gerne sagen. Bam, 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 bam. Am Anfang ist das Spiel noch ein bisschen leicht, aber das ändert sich sehr schnell. Das sind ja nur die Anfangs-Stellen. Hallo, das sind Buggy. Also niemand sollte von Buggy großartig erwarten, dass er stark ist. Ja, mach ich. Natürlich. Weiter geht's. Los, lasst mich da durch. Oh. So, kurz mal aufheben das Leben. Aufheben das Leben, ja. Stopp. Ich glaube, ja. Dahin. Bam. Und einmal kurz hier alle schön zerstören. Ha, 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 ha. Und wir können hier durch. Wieso wollen wir hier durch? Ich glaube, wir wollen hier durch. Wollen wir hier durch? Da wollen wir durch. Ah. Fast schon Zelda-like. Wir haben neue Aktionen gelernt und jetzt können wir neue Dinge tun. Bam. Los geht's. Gumgum-Aktion der Luft, genau. Das ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber das ist ja noch okay. Aushaltbar. Nervig. Ruffy kann auch nach Dingen greifen, die ihm bei der Fortbewegung helfen, während er sich bereits in der Luft befindet. Wenn dir das Visier angezeigt wird, während du in der Luft bist, dann bewege es über das Ziel und drücke die angezeigte Taste, um einen Luftgriff auszuführen. So rum. Joa, kann man dann solche Dinge machen. So, zum Glück beherrsche ich das einigermaßen mittlerweile. Ich werde natürlich versuchen, viele der Münzen hinzubekommen, aber es wird kein 100%. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon mal gesagt, richtig? Nicht? Nein, 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 nein. Darum. Thank you. So rum. Und hier rüber. Bam, bam. Kurz mal alle erledigen. Nö, problemo der. Und du triffst mich nicht. Was? Feinde mit einer Markierung beim Kopf können erfasst werden, indem du R3 drückst. Wenn du sie erfasst hast, wird ihre Markierung rot. Du kannst auch den rechten Stick nach rechts oder links bewegen, um auf andere erfasste Feinde zu wechseln. Wichtig, nicht unbedingt perfekt umgesetzt, aber Problem ist, man muss ihn erstmal sehen, bevor man ihn anvisieren kann. Klingt einfach, ist aber manchmal ein Problem. Egal. Bam. Kein Problem in dem Fall, auf jeden Fall. Später dann eher. Und dann hauen die eh ab. Dammit. Buggy Senjo. Buggy Senjo kann euch heute auch nicht helfen. So, ist das korrektes Deutsch hier. Bam. Au. Lasst mich in Ruhe. Ich könnte auch einfach. Ich wollte eigentlich. Was? Ah, jetzt habe ich Pistole ausgewählt. Huch. Bam, bam. Eine noch. Man kann es auch tappen, um zumindest einige Angriffe hintereinander noch hinzukriegen. Komm. So. Jetzt aber. Ihr seid genauso tot. Tut mir leid. Und schon haben wir 300 Feinde besiegt. Das ist doch schön. Fühlt sich fast ein bisschen wie Diablo an. Ah, der neue Patch von Diablo ist so gut. Macht das Spiel echt um einiges besser. Also von Diablo 3. Er macht es
Ja, ich habe es noch nicht ausführlich genug gespielt, um das sagen zu können, aber es fühlt sich für mich schon so geil wie Diablo 2 damals an. Mit dem ganzen Paragon-Level-Upgrade verteilen und so, egal. Wir spielen hier gerade One Piece, kein Diablo. Wollt's nur gesagt haben. Wo ist dein Körper? Ah, hier. Bada bada Party. Bim 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 bim. Hi, Buggy. Okay, Schockmarkierung. Genau, immer wenn dieses komische, weiß ich, was das für ein Zeichen links da ist. So eine Art Erschreckzeichen oder so. Das erinnert mich irgendwie immer dran. Meistens bei Pausen zwischen Angriffen und Feinden. Dann kann ich ihm, mit einer Combo angreifen und er wird betäubt und kampfunfähig. Das ist sehr, sehr nett. Geht aber auch ohne. Aber später möchte man das auf jeden Fall ausnutzen. Da, dann passiert nämlich das. Und dann kann ich das machen. Bam! Und das fühlt sich richtig gut an. Ah, das habe ich vergessen. Das ist schlecht. Au. Das ist dann weh. Okay, jetzt kommen die Dinger. Bam. Einmal kurz die kaputt machen. Nein, das war zu früh. Jetzt aber... jetzt bin ich ausgewichen. Okay. Und schieß. So, passt das. Und ihr habt einen riesen Vorteil. Ihr könnt dem Geplapper im Hintergrund zuhören, während ich mich hier konzentrieren muss. Ha. Och man, die werden dafür nicht getroffen. Oh, es ist mies. Komm herunter da oben. Tu nicht so, als ob du uns irgendwas tun könntest. Ach, damit. Ich denke immer, das wäre irgendwie Haki oder so, aber Buggy kann kein Haki. Zumindest nicht. Nicht, dass ich das wüsste. So. Man kann ihn auch weiter angreifen. Ich muss da erstmal wieder reinkommen, aber wenn man das richtig macht, kann man ihn auch weiter angreifen, obwohl er nicht mehr in der Schockmarkierung ist. Oh oh. So. Ups. Nee. Ist gar nicht so einfach. Komm her. Komm her. Komm her. So war das, genau. Schau, schön, wie hier die Mechanik von Buggy schon mit einspielt, was damals zumindest noch nicht so wirklich der Fall war. Bam. Also, dass sein Fuß auf dem Boden bleiben muss beim Fliegen und so, das war ja damals völlig egal in der Anime-Serie, oder? Also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass darauf sonderlich Wert gelegt wurde. Drücke X während einer Abfolge von Angriffen, wenn du die Distanz zu Feinden verringern möchtest, ohne deine Angriffe abzubrechen. Jupp, sehr wichtig. Auch wenn der Angriff seine Kraft auflädt, um einen Gegenangriff vorzubereiten, dann greif ihn an, indem du X drückst, um seine Aufladung zu unterbrechen. Das war das, was ich die ganze Zeit am Anfang gemacht habe. Wenn er so weiß leuchtet, oder so Aufladungsanimationen macht, so weiß, dann X drücken in seine Richtung und man unterbricht ihn. Was sehr wichtig ist. Habe ich schon gesagt, dass es wichtig ist? So, macht man das ungefähr. Hi, Buggy. Ah. Komm mal her. Oh, oh, weg, 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 weg. Bada, bada. Sorry. Weg. Ha, ah, Bada, Bada Festival heißt das, stimmt. Beinahe vergessen. Sorry. Bam, bam. Und dann kann man einfach mal kurz das machen. Und das soll dem reichen. Sehr schön. Nami. Dorobo Neko.
Bam! Das nenne ich eine Bazooka. S. Yes. Das ist doch mal eine gute Bewertung. So kann das weitergehen. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht oder so, dass ich das nicht blind spiele. Ich dachte, ich mache auch mal ein LP, wo ich zumindest ein bisschen klarkomme am Anfang. Ist eh auf normal, aber trotzdem. Ja. Erhalte Münzen plus 2. Super. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Ich erkläre euch nachher, was das alles macht. Keine Sorge. Ja. Und dann kriegen wir noch ein bisschen Abschlussbonus. Was uns 2 Level aufleveln lässt. Wir sind schon Level 4. Und da sehen wir die Attribute von unseren Charakteren. In dem Fall Luffy. Leben, Spezialangriff, Angriff und Verteidigung. Sollte relativ selbsterklärend sein. Eine Münze erhalten. Versuche sie gleich einzusetzen. Wir haben eine Schatztafel. Das ist ein Fach, in dem wir eine Münze einsetzen können. Und ihr habt vorhin vielleicht schon bemerkt, dass die Münzen bestimmte Attribute haben. Und ja, dadurch kann man seinen Charakter aufleveln. Oder auf, wie nennt man das? Attribute verteilen. Das Einsetzen von Münzen in der Schatztafel eines Charakters erhöht seine Werte für Leben, Angriff und Verteidigung. Welche Werte sich erhöhen, hängt von in den Hauptfächern eingesetzten Münztypen in der Mitte der Schatztafel ab. Und je mehr Sterne die Münze hat, desto größer wird die Steigerung sein. Exactement. Und ihr seht, es gibt hier einiges an Münzen. Man kann es ein bisschen sortieren. Das sind alle Leben. Das ist nach Angriff sortiert. Aber die Sortierung macht ja nicht arg viel, solange man noch nicht so viele Münzen hat. Deswegen kann man es auch ruhig so lassen. Was machen wir denn da? Und ihr meint jetzt vielleicht, das ist jetzt nicht so sonderlich tief, das System. Wartet's ab, das wird verdammt kompliziert. Oder nicht kompliziert, aber verdammt cool. Aber jetzt noch nicht. Mit einer Schatztafel ist es noch nicht ganz so kompliziert. Oder nee, mit einem Fach in der Schatztafel so rum. Was machen wir denn hoch? Ich glaube, ich mache Angriff hoch. Oder das hier, das ist es, na. Auf jeden Fall seht ihr da Ausdauer, Verteidigung, Angriff und... Achso, nee, Ausdauer ist ja Leben, stimmt. Ausdauer erhöht Leben, Verteidigung, Verteidigung, Angriff, Angriff. Wieso auch immer die das da Ausdauer nennen und da Leben, egal. Ich laber schon wieder zu viel. Wir nehmen das, was am besten ist, das ist das hier. Da... Zorro? Nein, eindeutig das hier. Jupp, das passt. Der Rest erkläre ich euch später. Ein weiteres Log kann man im Multiplayer spielen. Und online kann ich jetzt spielen. Und ich kann Luffy in einem weiteren Log einsetzen. Und ich kann Zorro in einem weiteren Log einsetzen. Und ich kann Nami in einem weiteren Log einsetzen. Und ich kann die Einzelaktion Gum Gum Bazooka einsetzen. Super! Das erhöht mal unseren Move Pool. Genau. Ich kann gleich die nächste Episode machen. Luffy, Zoro, Nami no 3人 wa Koukai no junbi o totonoeru tame to aru mura ni jouriku suru. その村で勇敢なる海の戦士を目指すウソップとグランドラインに入るためのストーリーは leider nicht erzählt. ゴーイングメリーゴーを仲間に加え一行は麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航した。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故からレストランを壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに雑用を命じられてしまう。ゼフはかつてコックにして海賊船の船長を務めたという男で、凄まじい蹴り技から赤足のゼフとして恐れられていた。そこで副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海軍将校でも蹴り飛ばすが、空腹の者には海賊であっても食事を与えるという男だった。Das ist doch eine falsche Übersetzung, oder? Dieses Marineadmiral. Weil ein Admiral ist was anderes. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das als laufen lassen soll oder nicht? Don Krieg der. Sie, ja, Admirale, wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass Sanji eine Chance gegen Aokiji hat.
Vielleicht der 2 Jahre später Sanji, aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt, weil Aokichi wird auch stärker geworden sein. Kann ich mir nicht vorstellen. すまん。水と飯をもらえないか。金ならある。いくらでもある。ほらよ、飯だ。すまん。 Das sind die guten Sequenzen, finde ich. Da kann man auch mal zuhören. Du Arsch, das wird dir nicht gelingen. Nicht solange wir hier sind. Coole Eintrittsanimation. So, dann toben wir uns doch mal ein bisschen aus auf diesem Riesenschiff. Und hier sind zum ersten Mal ein paar der Quicktime-Events of Evil and Hatred and such things. Bam, bam, bam. So, nein, du wirst es nicht treffen. Können wir leider noch nichts machen. So geht das nicht, ne. Ich wollte gerade was anderes machen, aber gut. Dann halt... Rifle. Und bam. Das Gute ist, ich kann auch mal ab und zu ruhig sein. Das Spiel kommentiert auch ein bisschen selber. Ja, das klappt nicht so ganz, was ich dir gerade vorhabe. Ach, das war eine neue Attacke. Sehr schön. Ja, wir brauchen einen Cook in unserem Team. Natürlich.